Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Das Spiel, das mir derzeit so viel Spaß bereitet wie kein anderes Spiel irgendwie. Gut, abgesehen von Kingdom Come, das macht mir momentan auch mega geil, aber das ist ja auch ein bisschen anders da. Aber das hier momentan ist so geil, das macht mir so viel Laune zur Zeit und dass ich mich richtig immer freue, ein neues Video davon zu starten. So, gehen wir mal zurück zu den Kabinen. Zu den Umkleideraum, weil hier ja scheinbar irgendwo etwas noch rumliegt, was wir nicht gesehen haben. Wo der Code drin steht für für die Kabine, die wir jetzt eigentlich benutzt hatten. Also irgendwo hier muss wohl noch was rumflacken. Was wir nicht gesehen haben. Aber ich bin ehrlich, ich sehe jetzt, obwohl ich weiß, dass hier irgendwas sein soll, immer noch nichts. Ne, das Angebot, das ist der... Das ist das Teil, was wir brauchen, um die, wo drin steht der Code für die Türen. Gut, okay. Haben wir das auch? Jetzt soll hier irgendwo im Wasser sich einen Weg befinden, in dem man in ein Labor kommt. Und wir sollen uns an Luftbläschen orientieren. Die ich jetzt so nicht sehe. Aber wir finden das bestimmt schon so heraus. Schauen wir mal hier hinter. Da kommen wir nicht durch. Auch nicht. Ich würde spontan sagen, wir haben es gefunden. Okay, schauen wir mal weiter. Drehen wir mal keine mehr. Versiegelte Tür. Okay. Auf geht die Tür, auf geht die Tür. Integrating new PDA data. Okay, hier haben wir eine Tür. Wir haben gerade so ein Ding bekommen. Ich vermute mal, da steht der Code drin. Hier, 2, Labor, nettes Angebot. Laborzugang 6, 4, 8, 3. Es wackelt ein bisschen. 6, 4, 8, 3. Bank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Integrating new PDA data.
ist das? Wir dürfen den Sauerstoff nicht vergessen. Nein, nicht die Batterien, Mensch! Will mich verarschen. Es sind noch mehr so komische Behälter. Ich kann jetzt nicht alle Batterien wegschmeißen, das geht ja nicht. Was ist denn das? Ist die nur zur Optik wahrscheinlich, zum irgendwo hinstellen? So. Hauptsache mitnehmen, ne? So, okay, mehr. Kann man das hier erforschen? Nee. Hallo! Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Was haben wir hier? Ah, hier, guck mal. Kurz Luft holen. Komm ich hier sogar raus? Nee, ne? Oh, müssen aufpassen. Wenn wir irgendwo dagegen kommen. Oh. Brennende Decke. Vielleicht sollte ich da nicht zu nahe kommen. Jetzt aber mal ganz kurz, weil nicht, dass wir irgendwas vergessen. Ich will hier nichts übersehen. Items gibt es aber nicht viel mehr zu entdecken, also geht es weiter Richtung Ausgang. Folgt der schräge eingestürzten Decke nach oben und löscht dort das Feuer, der nach freigelegten Korridor führt euch hinaus auf die Startplattform der Aura. Ihr müsst nun die Kisten vor der Tür wegräumen. Man kann die Kisten wegräumen? Scheinbar kann man irgendwie Kisten in diesem Spiel wegräumen. Nee, hier kommt man nicht raus. Das sieht nur so aus, als käme man hier raus. Ich habe keine Ahnung, wo man hier rauskommt. Also ich weiß ja den Weg zurück, ne? So ist es nicht. So. Okay. Spontan würde ich sagen, wir haben das Ding komplett erkundet. Das wäre eh nicht schlecht, dass wir hier den Weg nochmal zurückschwimmen. Dann sehen wir vielleicht das eine oder andere nochmal. Und können vielleicht sagen, ah, warte, da war doch noch ein Weg. Aber hier zum Beispiel waren wir, genau, das war da hinten mit dem Ding. Ich dachte, es hätte geklingelt, hat es aber nicht. Aber ich habe eine kleine Information noch gelesen jetzt. Und zwar bei dem Motorraum kann man tatsächlich, also bei dem Antriebsraum, noch tatsächlich noch was machen. Und zwar kann man da wohl den Antrieb so ein bisschen reparieren. Also nicht wirklich reparieren, aber man kann wohl die Löcher flicken. Und wenn man diese Löcher geflickt hat, wird keine Strahlung mehr gesendet. Also man kann dann ohne Strahlenschutzhelm und so
außerhalb der Aura und so sich bewegen. Deshalb gehen wir da jetzt hin und reparieren das. Aber ich bin falsch. Oder? Ja, ich bin falsch. Da war ja da vorne. Da war man, so weit hätte man gar nicht zurückgemusst. Können wir hier eigentlich irgendwo runterhüpfen? Ich habe jetzt auch gelesen, es gibt so bestimmte Gegenstände, so diese Schubkanone, die wir haben. Die ist zum Beispiel da, also die haben wir nicht, aber die könnten wir, glaube ich, demnächst bauen oder ich weiß es nicht. Mit der kann man wohl Sachen aus dem Weg räumen. Keine Ahnung. Wusste ich noch nicht. Ist mir neu. Können wir aber auch mal dann demnächst angehen, dass wir das bauen. Jetzt haben wir ja sowieso ziemlich viel Zeug gefunden, mit der wir dann ein bisschen was bauen können. So, und hier in dem Wasser sollen sich komische Viecher aufhalten. Also irgendwie diese hässlichen Blutdinger da. Die haben wir ja schon gesehen gehabt. Da hinten schwimmt zum Beispiel einer. Die tun wir jetzt mal erstmal ein bisschen ausschalten, damit wir in Ruhe arbeiten können. Da. Oh! Haben mich erwischt. Na, kommt nur her. Der hat irgendwas abgesondert. Gekackt oder so. Eklige Parasiten. Genauso lästig wie im echten Leben. Sterbt ihr Mistviecher, da ist noch einer. Kommen die denn alle her? Ja, ich glaube, das war's. Okay, Reparatur. Und zwar hat das Teil hier so Lecks hier, zum Beispiel hier. Zehn Lecks! Ach du Scheiße. Ja, und dann soll das Ding keine Strahlung mehr abgeben. Wenn das so leicht wäre mit echten Atomreaktoren, das wäre cool. Aber das wäre mega geil, dann hätten wir würde nichts mehr so schaden, also keine Strahlung mehr abgesondert werden. Dann brauchen wir nicht mehr diesen Strahlenhelm immer mit uns rumschleppen. Gut, haben wir eh eher selten gemacht, aber... Ja, noch ein paar. Containment breach repaired. Further breaches detected. Containment breach repaired. Sehr gut. Further breaches detected. Aber wenn das so einfach wäre mit Atomreaktoren, meine Güte. Das wäre toll. So kleiner Riss, zack, wieder schweißen. Weiter geht's! Containment breach repaired. Further breaches detected. Ich glaube, da oben haben wir noch ein paar. Dann ist das Ding verschlossen. Machst du die Umwelt nicht mehr krank. Und zack. Und der noch. Oh, das ist aber ein großes Löchlein.
So. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Man hat das Gefühl, das Ding funktioniert plötzlich wieder und man kann damit jetzt losfliegen. Bezweifle ich sehr stark, aber... Wer weiß das schon so genau? Na gut, okay, dann haben wir das auch erledigt. Da haben wir den Ausgang. Schauen wir nochmal hier. Da hatten wir die Seemottenfragmente, die wir eigentlich schon erkundet haben. Ja, dann sind wir fertig, glaube ich, hier. Dann gibt es hier nichts mehr. Sehr schön. Wow. Das hat mir echt gut gefallen. Hätte ruhig noch ein bisschen länger gehen können. Nochmal so eine halbe Stunde oder Stunde. Hätte man das hier noch machen können. Aber war doch mal eine nette Abwechslung, denke ich. Wollen wir da hinten? Ja. Es greift mich an. Ich will dich nur scannen. Hab dich. So, raus hier. Höhlenkrabbler. So, so. Aua. Und ab ins Nass. Platz. Ja, geil. Dann würde ich jetzt spontan sagen... Bisschen wackelig gerade. Oh, was bist denn du? Boah. Ah, es greift mich an. Und ich fühle mich so langsam. Oh mein Gott. Ich will dich scannen, aber ich... Das Gefühl, ich sollte lieber abhauen. Passing 100 meters. Ich hau lieber ab. Ich geh lieber weg. Was haben wir denn da? Eine Kiste. Lass mich in Ruhe. Oder hat er eher Angst? Tafel. Ach, die Schubkanone haben wir auch schon voll, oder was? Ja, dann sollten wir die mal bald bauen, oder? So. Was bist du? Ein altes Blechteil, du Sackgesicht, du. Oh, eine Kiste. Medikit. Batterie. Schau mal hier. Energietransmitterfragment. New Blueprint acquired. Lohnt sich wohl hier ein bisschen, sich umzuschauen. Batterie. Was zum Trinken? Trinken ist gut. Ich habe euch alle das Leben gerettet, ja?
Die Strahlung vertrieben. Ich hab Schlimmeres verhindert. Oh, da ist noch so ein Energietransmitter Dingsbums. Oh oh. Zum Silber geworden, zu Titan geworden. Da muss man nicht hinterher. Ich komme auch alleine zurecht. Brauch keinen großen Bruder. Was haben wir hier? Schubdingsbums. Es fühlt sich gut an, was wir getan haben. Es fühlt sich gut an, was wir erreicht haben, vor allem. Also wenn ihr mir vorstellt, wir sind jetzt bei der 12. Folge, glaube ich. Was wir in 12 Folgen jetzt schon alles geschafft haben. Wahnsinn. Also wenn ich da zurückdenke an unser erstes Subnautica Let's Play, was wir da in 12 Folgen geschafft haben. Waren das 12 Folgen überhaupt? Ich glaube schon, ne? So in den Dreh irgendwie. Da denke ich mir, alter Schwede, da sind wir ja echt flott unterwegs. Ups. 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 Voll vergessen. So, aber wir können ja jetzt wieder den normalen aufsetzen. Strahlung registriert. Ja, aber ich hab doch... Ach was. Aber ich hab das doch zugemacht. Ja, vielleicht dauert es ein bisschen, bis die Strahlung weg ist. Das kann auch sein. Was für ein Erfolg. Meine Güte. Was ist denn das? Ah, nur Schrott. Schön. Jetzt gehen wir nach Hause. Hallo. Lassen unsere ganzen Sachen da. Welcome aboard, Captain. Welcome to the bar, Captain. So, was haben wir denn jetzt? Meine Güte, haben wir viel Zeug gefunden. Wir haben ja hier noch Metallschrott. Ein Mikroskop hatten wir schon. Dann machen wir hier das hier mal alles da rein. Hier, das da, das da. Zyklopen, Maschineneffizienzmodul tun wir auch mal da rein. Poster tun wir da mal rein. Feuerlöcher brauchen wir nicht mehr. Passt. So. Jetzt schauen wir mal, was wir Neues können. Wir können. Salzsäure. Stark ätzende Verbindung. Aha, was haben wir noch? Benzol. Aha. Synthetische Fasern. Polyanilin. Ach du Scheiße. Hochleistungsfähiger Polymer. Okay, Nahrung. Ja gut. Ausrüstung. Werkzeuge. Scanner, Reparatur, Taschenlampe, Feldmesser, Pfadfinder, Werkzeug. Ach, das mit diesen Punkten. Das ist ein Auftriebskörper, Leuchtfackel, Konstruktion. Laserschneider, Stasegewehr, Bestandteile unbekannt, Schubkanone. Verzerrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen und abzustoßen. Aha, und Stasegewehr. Okay. Schauen wir mal kurz hier rein. Zyklopentiefenmodul 2. Wir haben nicht mal ein Zyklop. Wieso sollte ich sowas dann bauen? Stoßkanone. Wirkt eine Stoßkraft auf Objekte in Reichweite. Das ist ja alles schön, das ganze Zeug, ne? Aber ich habe keine Lust, da 1000 Millionen Werkzeuge damit mir rumzuschleppen. Das ist ja auch immer voll lästig. Gibt es nicht irgendwie eine Rucksackerweiterung oder irgendwie sowas? Das wäre doch viel cooler. Das wäre mal was. Eine Rucksackerweiterung, ja? Das könnte man vorher gebrauchen, liebe Freunde. So, Blutöl.
Enthält Blutrankensamen, kann zu Benzol verarbeitet werden. Wir haben ja hier, warte mal, wo haben wir das Konstrukt? Genau, Konstruktionswerkzeug. Schauen wir mal. Wir haben ja hier Bio kompensiert. Ja, das geht noch nicht. Kernreaktor und Lebensform. Ja, das können wir alles noch nicht herstellen. Aber hier, schau mal, was wir jetzt hier alles machen können. Hier, Verkaufsautomat. Ja, Wahnsinn. Was kann man denn da kaufen? Ja, ich glaube, das ist ja einfach nur Dekoration. Benutzen kann man das nicht wirklich. Energietransmitter. Erhöht die Reichweite einer Energiequelle. Flutlicht. Sehr schön. Brauche ich alles. Brauche ich, ja. Was ist das hier? Tauchdock. Ah, da fehlt uns aber auch noch. Jede Menge Zeug. Also ich sehe schon, das wird unglaublich, was wir nur alles bauen können und werden und tun und machen. Also das ist das. Boah. So. Aber wir haben hier neue Materialien. Tiefenpilz und Salzablagerung. Blutöl. 3 Stück Benzol. Gold und Salzsäure. Was haben wir denn? Wenn wir Salzablagerung. Und hier diesen Tiefenpilz. Probieren wir das mal aus. So, und wenn wir jetzt noch Gold herstellen. Gold haben. Ja, haben wir sogar. Dann können wir hier so ein Polynalin herstellen. Genau. Wenn wir einen Kahlsatz herstellen, dann können wir so eine Schubkanone bauen. Mir ist aber nicht bekannt, wann wir das mal gebrauchen werden. Deswegen, wenn ich jetzt aktuell, wir sind nicht dazu, glaube ich, angewiesen, das jetzt noch zu holen. Also ich weiß nicht. Zyklopen, Energieeffizienzmodul. Hier haben wir ja auch so ein Zyklopentiefenmodul und hier violette Tafel und nehmen wir die Mütze dann noch raus. Die Standardtauchfläche nehmen wir auch mal hier raus. Stopfen wir das da rein. So. Können wir hier das Tiefenmodul mal rein, das da rein. Dann nehmen wir das mal rüber. Mütze kann auch hier bleiben. Dicke Tauchflasche. So. Ich drücke immer die falsche Taste. Immer die falsche Taste. So. Jetzt sind wir eigentlich hier nochmal drin. Eiersamen. Okay, also für uns sind momentan leider die Bestandteile unbekannt für. Wo ist man denn hier? Innenbeetkasten. Oh, wie schön. Aber wir können das alles noch nicht bauen, weil wir das noch nicht haben. Aquarium. Selbsterhaltener aquaristischer Lebensraum. Wenn ich so ein Ding hinstelle, kriege ich dann Fische? Oh, da brauchen wir aber viel Platz scheinbar. Oh, Wahnsinn. Wo soll man sowas denn hinstellen? Das ist ja riesig. Naja, gut. Haben wir ja eigentlich so neue Raummodule, also mal so einen großen Aufenthaltsraum oder sowas. Das wäre doch mal schön. Hier, Mehrzweckraum. Bestandteile unbekannt. Wie romantisch. Also was jetzt nicht schlecht wäre, wäre dieses Benzol noch zu erforschen und daraus dann synthetische Fasern machen. Ich glaube, das wäre so der nächste Schritt, den wir gehen müssten. Weil alles andere haben wir eigentlich schon hier schon mal gebaut oder so. Ich weiß halt nicht, ob wir das Zeug brauchen. Es kann auch sein, dass der sagt, ja, du brauchst das, um weiterzukommen. Vielleicht. Vielleicht bauen wir das dann doch mal, ne?
Was brauchen wir denn für den Kabelsatz? Schauen wir mal. Silbererz. Haben wir Silbererz? Wieso braucht man Silber für Kabel? Ist Silber nicht nicht leitend? Ich dachte, Silber wäre sogar nicht leitend. Naja. Oder? Nee, doch. Warte mal. Ich bin unentschlossen. So, Titan. Mal Silber. Blei haben wir. Diamant haben wir. Ein Silbererz hätten wir. Aber ich glaube, ich habe gesehen, wir brauchen zwei. Ja, schön, dass wir einen Scanner bauen konnten. Das freut mich. Kabelsatz. Ja, wir brauchen Silbererz. Okay, nee, dann lassen wir das mal noch hier. Müssen wir nochmal gucken. Ja, wir sind aber am Ende dieser Folge. Wow, mir macht das so Laune, ohne Scheiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen kleinen Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge ganz gewiss und geschwind. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann. Ciao.